Vor einiger Zeit kam Martin Kirst in diese Stadt. Bitte? Oh, ist ja eine Wucht. Martin wurde Untermieter bei Frau König. Frau König lebt mit ihrer 6-jährigen Enkeltochter zusammen. Jette ist weise, aber die Großmutter hatte sie in dem Glauben gelassen, ihr Vater, der Seemann war, sei auf großer Fahrt. Als Jette den Seesack sah, glaubte sie, Martin sei ihr Vater. Hey, ist das aber eine liebe Begrüßung. Warum hast du das nicht gleich gesagt? Was denn? Ist unser neuer Untermieter, der Vati ist. Aber Jette. Für Frau König war das ein harter Schlag. Akute Herzschwäche. Wird ein Weilchen dauern. Inzwischen weiß Jette, dass Martin nicht ihr Vater ist. Kannst du nicht trotzdem mein Papi sein? Na klar. Dein Wunschpapi. Ich bin dein Wunschpapi. Das ist genauso gut wie ein richtiger. Stimmt's? Aber zu einer richtigen Familie gehört auch eine Frau. Martin glaubt, sie gefunden zu haben. Sie weiß es nur noch nicht. Da greift Jette ein. So. Hab ich denn alles? Deine Hausschuhe, Papi. Richtig. Die Hausschuhe. Holst du mir bitte einen Plasterbeutel? Hier, Papi. Bist du mal so nett? Ich kann jetzt nicht. Na, sowas? Ich nämlich auch nicht. Hast du auch was für mich? Oh, Filze. Danke, Papa. Umschläge? Wozu denn Umschläge? Für die Briefe, die du mir schicken sollst. Richtige Briefe? Briefe in Bildern, Jette. Du malst mir auf, was du mit Tante Reni alles unternimmst. Guck mal, Papi. Ein Bild? Das ist aber schön. Das bin ich und das ist Tante Reni. Die bringen mir gerade Skifahren bei. Damit ich es kann, will mir dich in meinen Ferien in Polen besuchen. So, fertig. Spülen bitte. Tavidur. Mhm. Ist schon 10:50. Kommt dann René nicht? Bestimmt. Aber sicher erst im letzten Augenblick. Schade. Ich wollte dir noch was Wichtiges sagen. Was Wichtiges sagen. Oh ja, Entschuldigung. Du, das war wie verhext. Kann wirklich nichts dafür. Natürlich. Wir müssen uns beeilen. Ich will leider. Die Schlüssel. Sonst nehme ich sie noch mit. Danke. Wolltest du mit Mina was besprechen? Tja, wollte ich. Aber die Situation, Auto im Straßenverkehr. Ist es denn sowas Umwerfendes, was die Verkehrssicherheit gefährdet? Naja, was ein Umwirft, weiß man manchmal nicht. Naja gut, auf dem Bahnhof, ja? Reni, was ich dir vorhin sagen wollte, ist... Wenn ich komm, wenn ich komm, wenn ich wieder komm,
wieder, komm, kehr ich ein, mein Schatz, bei dir. Na los, beeil dich! Liebe Brigade. Na los, beeil dich! Sonst wäre der Zug, verhole dich! Los, los, Martin. Grüß die polnischen Genossen von uns und das nimm ihn mit. Mach ich. Und vergiss nicht, dass du wegen den neuen Relais hinfährst und nicht wegen dem polnischen Mädchen. Sehr witzig. Los, gut, meine Kleine. Tschüss. René, ich wollte nämlich sagen. Wieder einsteigen. Die Türen schließen. Tschüss. Ja, der Unfolge, Tante René, schön, ja? Tschüss, gut, ihr beiden. Gute Fahrt, tschüss. Gut. Bin mir zurück, Schwesterchen. Tschüss. Papi hat extra seine Schlüpfer in meinen Schrank gelegt. Der Papi hat aber auch an alles gedacht. So. Oh, sind die aber schön. Kann ich die mal anziehen? Oh, meinetwegen. Wenn du darin laufen kannst, aber brich dir nicht die Beine. Der passt mir bestimmt auch. Ach, die ist doch viel zu weit. Bitte, Tante Röni. Na, meinetwegen. So, du siehst, viel zu weit. Warte mal. Große Nadel. Bauch einziehen, damit es nicht piept. So. Nanu. Guten Tag. Guten Tag. Sie sind bestimmt das Fräulein Dr. Sonntag. Ja. Na, das ist ja alles in Ordnung. Wollen Sie zu mir? Ja, das will ich. Und zu Jette natürlich. Ich bin nämlich... Ja, Tante Hertha! Meine Blöde. Ich bin Hertha Rumschüssel. Ja. Die Schwester von Frau König. Angenehm, guten Tag. Oh, bist du groß geworden. Und so einen hübschen Rock hast du an. Wir haben uns früher auch immer die Sachen von unserer Mutter angezogen. Ja, aber die kleine Krabbe hatte ja bisher dazu keine Gelegenheit. Und Schuhe habe ich auch. Schuhe hast du auch? Na, dann hol sie mal. Legen Sie doch bitte ab. Darf ich Ihnen helfen? Bitte. Herr Kirst ist aber leider nicht da. Ja, das weiß ich. Aber Sie sind mir genauso lieb. Bleiben Sie über Nacht? Nein, nein. Ich wollte nur ein paar Wintersachen für meine Schwester holen. Oh, toll. Oh, jetzt siehst du schick aus. Warum ist denn die Omi nie mitgekommen? Oh, das wäre die Omi ja gern, aber die Reise ist doch noch zu anstrengend für sie. Sie hat ihr aber was mitgeschickt. Ratet, Kinder, ratet. Wer jagte wohl mit viel Radau die wilden Räuber aus dem Bau? Er rief die Kinder wohl herein ins Häuslein klein, aus Kuchen fein. Na, schade, dass die Omi nicht hören kann, wie schön du inzwischen lesen kannst. Nun pack mal die Fibel wieder zu den anderen Schulbüchern, ja? Martin hat recht. Sie scheinen sich beide gut zu verstehen. Martin? Er hat doch meiner Schwester geschrieben, dass sie auf Jette aufpassen. Ah ja, natürlich. Ein lieber Mensch, unser Martin. Und so geschickt und intelligent. Meine Schwester macht sich mitunter den Kopf schwer, dass er durch Jette so angebunden ist. Sonst wäre er bestimmt schon weiter. Beruflich, meine ich. Sahne? Oh ja, bitte. Vielleicht ist im Kühlschrank noch welche. Ich sage immer, wenn er verheiratet ist, kann er ja alles nachholen. Auch studieren, meine ich. Will er denn studieren? Ja, das nehme ich doch an, so wie ich Martin kenne. Man muss da nicht unbedingt studieren, um tüchtig zu sein. Na, das stimmt schon. Heute gibt es manche Ehen, wo die Frau mehr ist als der Mann. Aber Martin wird bestimmt nachziehen wollen. Ja, wir sind ja schon da. Sie kommen aber zeitig. Anders klappt es nicht. Oh, mein Doktor, geben Sie ihm doch schon meinen Kopf. Ja, mach ich. Da sind wir, Jettchen. Du bekommst aber eine feine Mutti. Kommen Sie gut nach Hause, ja. Frau Rumschüssel. Und grüßen Sie mir unbekannterweise, Frau König. Ja, ja, mach ich. Hat mich sehr gefreut. Mich auch. Wirklich sehr gefreut. Das sind Jettchen. Wir schauen. Wir sehen. Geht schnell wieder rein. Ja, mach wir. Dann müssen wir dir aber die Haare waschen. Na gut. Na los. Los. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Ist Papi jetzt schon in Polen?
Also, denkst du hin? Der ist jetzt in Berlin, haltst du mir bitte? Sitzt im Wartesaal und ist Abendbrot. Kann man ihn im Wartesaal anrufen? Kann man. Na, wie denn? Oh, man bittet ihn ans Telefon. Das wird über Lautsprecher gemacht. Herr Martin Kirst wird am Telefon. Das mache ich. Oh, er wird aber einen ganz schönen Schreck kriegen. Das macht man nämlich nur, wenn man was Wichtiges zu sagen hat. Kann man doch. Oh, ich wüsste nicht, was wir Wichtiges vergessen hätten. Und dass du meine Mutti wirst. Haben wir weit genug gebraust? Ja. Weißt du, Jette, so ohne weiteres kann ich nicht deine Mutti werden. Da müsste dein Papi ganz von selber drauf kommen. Muss er nicht. Du sagst es ihm. Das geht auf gar keinen Fall. Sag ich es ihm. Da darfst du dich überhaupt nicht einmischen. Verstehe ich nicht. Antonina, Sie? Ja, ich. Guten Tag. Herzlich willkommen in Krakow. Dankeschön. Komm. So was. Sagt man, ich bin abordnung von Betrieb. Warum soll eine Kollege lange suchen, wo Sie haben eine Bekannte? Das stimmt. Wie finden Sie mein neues Auto? Aber neu? Neu für mich. Ich werde machen Führung. Ihnen alles zeigen. Habe schon gemacht einen kleinen Plan. Gebe Ihnen Revanche für Ihre Hilfe in DDR. Die kleine Autoreparatur, ich bitte Sie. Klein für Sie, aber nicht für mich. Machen Sie sich keine Gedanken. Ich bin frei und ledig. Fahren Sie mich in den Betrieb? Später. Erst müssen Sie sich stärken. Reise war anstrengend und Mama freut sich schon. Tego pan jeszcze nie próbował, a to jest polski przysmak. Makowiec macht Mama excellent. Oh. Ale on ma przecież dziecko. Czy jest przynajmniej w dobrych rękach? Mama fragt, wo Tochter ist. Bestens geregelt. Jette wird von einer jungen Dame betreut. Und in den Ferien fahren beide zum Wintersport nach Karpacz. Ach, Karpacz? Hm? Karpacz, gut. Sie verstehen Deutsch? Ich verstehe etwas, aber sprechen. Tochter mit Frau. Nein, nein. Eine Bekannte. Die Schwester meines Freundes. In welchem Hotel werde ich wohnen? Może przecież zamieszkać u nas, w pokoju Andrzeja. Tak też myślałam. Mama hat gesagt, dass wir haben Platz, weil Bruder bei der Armee. Sie werden sein Zimmer haben. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Gefällt dir das? Wenn es nicht unbedingt ein Schlafanzug sein muss. Ein süßes Nachthemd könnte ich Ihnen noch anbieten. Mhm. Oh, das ist aber schön. Na, dann nehmen wir das. Mhm. Haben Sie noch einen Wunsch? Ein paar Handschuhe, was da ist zum Skilaufen. Für Sie oder Ihre Tochter? Für das Kind. Bitte in der oberen Etage. Eure Reise kann losgehen. Hier sind eure Fahrkarten. Dankeschön. Hey, Jette. Yuppie. Das ist euer Reiseproviant. Oh, danke. Kann ich eine essen? Ja, natürlich. Und die anderen bringst du in die Küche. Hm? Du machst dich gut als Mutti.
Schnürst du die bitte mal zusammen? Kluges Mädchen. Czy widzieliście Martina? Martin? Tam poszedł. Tak. No, dziękuję bardzo. Kolega Martin! Kein Brief für dich. Ach, danke, Watzlaw. Aber das hätte doch Zeit bis Montag gehabt. Vielleicht etwas Wichtiges. Von meiner Tochter. Oh, ist wichtig. Ja, schönen Dank. Hier, na, ist schön? Na klar. Fahren wir morgen wieder? Ja, morgen fahren wir wieder. Hast heute schon eine Menge gelernt. René! Uwe Plesse! René Sonntag, na sowas. Im Ausland trifft man sich wieder, was? Grüß dich. Tag. Tag. Deine Tochter? Nein, das ist Jette, meine kleine Freundin. Tag, Jette. Tag. Wo wohnst du denn? Im Orlinek. Im Orlinek? Mhm. Ist doch wunderbar, da wohne ich auch. Mir ist kalt. Gut, wir gehen nach Hause. Hm? Kommst du mit? Ja. Wir sind schon 4 Tage hier. Warum haben wir dich noch nicht gesehen? Ich bin ein sehr schüchterner Mensch geworden. Ich war die ganze Zeit nie im Restaurant. Ich habe immer in meinem Zimmer gegessen. Geizhals, speist auf seinem Zimmer. Hast du einen Koffer voller Pferdeschinken mitgebracht, was? Jette, nun komm. Diese alte Leidenschaft von mir hast du nicht vergessen, was? Ist ja auch einmalig genug, hm? Ab heute werde ich selbstverständlich im Restaurant speisen. In deiner Gesellschaft. Jette, was soll denn das? Das war ich ja gar nicht. War sicher der gute Karkonosche. Jette, komm, entschuldige dich. Ach. Wo ich ja gar nicht war. Verzeihung, Panie. Jette, komm mal her. Entschuldige bitte. Eine kleine Aufmerksamkeit für Ihre große Gastfreundschaft. Ah, Herr Kischewitz. Schön. Danke. Hallo, Martin. Wochenende. Morgen siehst du endlich Schönheiten von Krakow. Und abends gehen wir zum Kabarett. Oh. Keine Freude? Ach, doch, doch. Nur, ich muss nach Karpatsch, Antonina. Es tut mir sehr leid, wirklich, aber enttäuscht? Verschieben wir Kabarett. Tochter krank? Nein, nein, Jette ist nicht krank. Du hast Sehnsucht. Mach was. Nun fahre ich dich nach Karpatsch. Du musst mich nicht hindringen, Antonina. Ich nehme den Zug. Natürlich bringe ich dich hin. Das kann ich nicht annehmen, Antonina. Ist kein Problem. Ja, und die Straßen, wir haben Winter. Alles freigepustet. Karpatsch ist Zentrum vom Wintersport. Ich freue mich aufs Gefahren, auf Karpatsch. Du bist lieb. Dzień dobry. Może być aperitif, płytka albo koniak? Ich möchte noch ein paar Scheiben Brot haben. Kleber, proszę. Hat sich deine Frau wegen des Pferdeschinkens scheiden lassen? Ja. Deswegen hat sie ja gezögert. Nein, der Ofen war einfach aus. War euer Himmelschreien die Liebe? Ja. Manchmal ist eben die Himmelschreiende Liebe nicht unbedingt für die Ehe geeignet. Ne? Groschen?
Danke. Danke schön. So. Und jetzt kommt das größte Wort. Ich esse kein Pferd. Warum denn? Ich probiere doch wenigstens mal. Das ist sehr gesund. Ich nehme schon, um dich zu schicken. Ja, ja, bitte. Ja, mit den Schenken bin ich tatsächlich sehr geizig. Die biete ich nur Leuten an, die ich ganz besonders mag. Der ist nämlich sehr schwer zu kriegen. Dankeschön. Jette, probier doch mal. Komm. Hier. So. Du liebe Zeit, was habe ich denn da angerichtet? Komm, kauf dir eine Tafel Schokolade, damit der dumme Geschmack wieder weggeht. Hm? Nicht nötig. Das darfst du ruhig an. Der Vater von Jette ist natürlich dein Bräutigam, nicht? Warum fragst du? Na, weil ich freue mich sehr, dich wiederzusehen. Charmeur. Nein, nein, ganz im Gegenteil. Seit meiner Scheidung lebe ich wie ein Einsiedler. Im Ernst, Trini. Du bist wirklich zu bedauern, dass du dich so verändert hast. Ein Glück, dass es keine beruflichen Pannen gab. Das ist die Hauptsache. Bitte? Was hast du nie getraut? Zeig mal. Ah, oh, ein bescheidenes Kind. Anni, Dr. Sonntag, Telefonbranche. Ja? Dankeschön. Lenny? Sag mal, bist du gern mit Tante Reni zusammen? Tante Reni wird ja meine Mutti. Ach, tatsächlich? Mhm. Was macht denn dein Papi? Elektromonteur. Ach, Elektromonteur. Ein schöner Beruf, ne? Jette. Weißt du, wer angerufen hat? Der Vati. Papi? Hm? Er kommt uns morgen besuchen. Weißt du? Ich wusste doch, mit dem Auto würde es ein Abenteuer. Hauptsache, wir behalten Humor. Tja. Nun doch Glatteis. Mhm. Wir müssen machen in der Stork-Quartier. Ist es denn noch weit bis Karpatsch? Wir fahren doch schon eine halbe Ewigkeit. Nun, weit nicht. Aber wir sind in Nacht. Przed krótką przerwą proponuję jeszcze wysłuchać Andrzeja i Elisy. Was hältst du vom Harz? Harz? Schöne Landschaft. Ich werde dort eine zentrale Zahnpoliklinik gründen. Demnächst. Ja, mit allen Schikanen natürlich. Oh, gratuliere. Was hältst du davon, wenn ich dich dort als Leiterin der Kinderabteilung einsetze? Wenn du willst, natürlich. Es kommt ein bisschen überraschend. Nun bitte sag nicht gleich nein. Ich habe natürlich eine Menge Bewerber, aber ich könnte mir vorstellen, dass du das machen würdest. Verlockendes Angebot ist es. Jest tylko jedno łóżko, no i trochę zimno jest w tym pokoju, ale myślę, że na parę godzin to jakoś ujdzie, nie? Oczywiście łóżko jest szerokie. Dobrze, bierzemy go. Dobranoc. Dobranoc. Sauber ist es. Aber hübsch kalt. Das ist ein Abenteuer. Ich habe gesagt, dass du bist mein Mann. Sonst hätte sie uns dieses prächtige Apartment verweigert. Wo willst du schlafen, Frau? Hier oder hier? Fragen stellst du? Links schlaft die Frau, natürlich, oder? Oh, natürlich. Proszę bardzo. Dziękuję. Ile dla Państwa biletów? Dokąd ty idziesz? Ich bin zu meiner Mutti. O, für kleine Mädchen, eintritt ist verboten, du schlafen gehen. Ich habe aber schon geschlafen. Na, meinst du da? Mama tanzt mit Papa. Nein, Papa sind krank.
Oh, Mama nur tanzt. Du musst schlafen gehen, ja? Kita, okay. Ile da Państwa bitte? 3 bilety, proszę bardzo. Po 100 zł. Chyba jest o 300 zł. Życzę wesołej zabawy. Proszę bardzo. Można powiedzieć razem z tym kosztem? Tak? Dziękuję bardzo. Aha. Zobacz, taka mała już. I ona chyba tutaj kogoś szuka. Prosimy do tańca, przerwa za nami. Du könntest vorerst bei mir wohnen, solange du willst. Komm, wir tanzen. Hm? Ich habe ein sehr schönes Haus, wunderbar gelegen, groß. Traumhaus. Wir müssten allerdings Küche und Bad gemeinsam benutzen. So, so. Wir könnten natürlich auch alles andere gemeinsam benutzen. Hey, lass meine Mutti los, die geht dich gar nicht an. Jette, was machst du denn hier? Komm, sonst kann ich nicht schlafen. Na gut, ich bring dich nach oben, ja? Wirst du wiederkommen? Ich glaube nicht. Gute Nacht. Komm. Na, das ist doch was ganz anderes als dauernd durch den Hanghoren runterfahren, nicht? Spaß hat's aber auch gemacht. Viel mehr. Machen wir auch wieder. Du, es schneit ganz schön. Jette hat bestimmt genug. Müde, Jette? Ja. Da vorne ist eine Abkürzung, da sind wir ganz schnell zu Hause. Aber ich kenne den Weg nicht. Aber ich. Guck mal, was für ein herrliches Wetter das geworden ist. Jetzt brauchen wir bloß noch über diese kleine Brücke und dann sind wir schon zu Hause. Uwe, Uwe! Gut, Ring. Oh, Jette. So. Vorsichtig. Was ist denn passiert? Ja? Mit dem Fuß kannst du keine 50 Meter mehr laufen. Keine Angst. Wir bringen unsere Reni schon gut nach Hause. Es ist meine Schuld. Ich könnte mich ohrfeigen. Ach, woher? Dumme Tante Reni, hm? Frierst du auch nicht? Nein, nein. Doch, sie friert. Du darfst dich jetzt nicht auch noch erkälten. Komm, nimm das. Mir ist vom Ziehen warm. Danke. Machen. Oh, ich weiß nicht. Guck dir deine Bücher an, ja? Keine Lust. Wollen wir Schwarzer Peter spielen? Weißt du, eigentlich soll ich viel, viel schlafen. Tante Reni soll viel schlafen. Ja, ja, ich gehe auch gleich wieder. Dankeschön, Uwe. Hm. Hast du viel Schmerzen? Den Umständen entsprechend. Hier, von Martin. Gestern gekommen. Kann ich die Briefmarke kriegen? Ja. Sag mal, ja. Na, was schreibt er denn? Wart's doch ab. Lieber Pitt, ich bin gut in Krakau gelandet und fühle mich bestens. Für meinen Wohl wird gesorgt und ich werde bestimmt gut über die Zeit kommen. Auch für unsere Arbeit wird etwas herausspringen. Warte schon sehr auf Nachricht von Reni und Jette. Werde sie dann sofort in Karpatsch besuchen.
Herzlichen Gruß, Kumpel Martin. Na, das hört sich doch sehr gut an. Ich bin gespannt, wie sich's anhört, wenn sich Martin aus Karpatsch meldet. Wie meinst du das? Nur so. Warum ist denn Vati nicht gekommen? Sicher kommt er heute noch, hm? Papi! Na du? Mhm. Na, wie geht's denn? Naja. Ich bin gekommen, um Jette zu holen. Ich habe für sie einen Skilehrer gefunden. Oh, du, das ist aber schön. Jette, komm, zieh dich an. Ohne dich will ich nicht. Jette, ich kann doch nicht. Und du kannst nicht die ganze Zeit hier im Zimmer hocken. Was ist, wenn Papi kommt? Siehst du, alles ist gut. Ich laufe jetzt Ski. Und dir wünsche einen schönen Tag mit Tochter. Dankeschön, Antonina. Du bist ein reicher Kumpel, bist du. Ein schönes Lob für eine Frau. Papi! Jette! Jette, meine Kleine! Mm. Endlich bist du da! Ja. Und wo ist Reni? Sie liegt im Bett, sie kann nicht laufen, weil der Baum da lag. Was? Komm! Es kommt Besuch. Martin? Tja, so heißt wohl Jettes Vater. Er hat eine sehr schöne Frau bei sich. Aha. René, ich kann dir gar nicht sagen, wie leid es mir tut, dass du durch mich so einen versauten Urlaub hast. Ich bitte dich, was kannst du für meine Ungeschicklichkeit? Das hab ich gewusst. Hallo Martin. Na sag mal, du machst ja Sachen. Tag, Reni. Grüß dich, Martin. Dr. Plesser, ein ehemaliger Kommilitone, wir haben uns zufällig hier wieder getroffen. Herr Kirs, Jettes Vater. Ach. Jette hat mir schon von deinem Pech erzählt. Ist es schlimm? Naja, ich muss liegen. Ach, das tut mir leid. Hier, habe ich dir mitgebracht. Dankeschön, Martin. Ist lieb von dir. Tja, bitte setzen Sie sich doch. Hm? Dankeschön. Leg doch ab. Im Schrank sind noch Bügel frei. Tja, Reni, hast du noch irgendeinen Wunsch? Nein, nein, danke, Uwe. Gut. Komm, setz dich hierher. Schön, dass du uns besuchen kommst. So hatten wir es ja verabredet. Aber es gibt ja noch einen besonderen Grund. Stimmt wieder alle Plässe. Jette. Herein! Antonina! Verzeihung, wir haben noch nicht abgemacht Termin für Rückfahrt, Martin. Und ich habe gehört von Ihnen, Peg wollte sagen, dass es mir leid tut. Dankeschön. Das ist Antonina Nowak, eine Kollegin aus Krakau. Mhm. Sie war so freundlich, mich herzufahren. Reni Sonntag, guten Tag. Leider, wir haben es nicht geschafft gestern. Mussten machen Notquartier über Nacht. Aha. Martin, Rückfahrt geben wir, weil wir können nicht so schnell fahren mit Auto. Hat mich gefreut. Und gute Besserung. Dankeschön. Bitte. Ah, nicht nötig. Nett, das Fräulein Nowak. Ach, der Brief. Was für ein Brief? Du weißt davon nichts? Nein. Herein. Dzień dobry. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Na, wie geht es Ihnen? Haben Sie gut geschlafen? Es freut mich. Noch Schmerzen? Die Tabletten sind sehr gut. Es ist nicht für kleine Kinder. Komm, Jette. Wir gehen inzwischen ein bisschen nach draußen, hm?
Ach, Herr Kollege, wie geht's denn der Patientin? Es wird dauern. Muss liegen. Tja, das habe ich mir gedacht. Bitte. Danke. Oh. Das hilft aber alles nichts. Wir müssen nach Hause fahren. Ich will aber noch nicht nach Hause fahren. Es sind doch noch Schulferien. Aber Jette, sei doch vernünftig. Das geht doch nicht. Das musst du doch verstehen. Du bist doch schon ein großes Mädchen, nicht? Du weißt doch, Tante Reni ist krank. Ich pflege sie ja auch. Das ist ja sehr lieb, aber... Morgen. Antonina. Ich überlege gerade, wie ich unsere Heimfahrt in die DDR organisiere. Du willst nach Hause? Ach nein, sicher nicht nötig. So. Dein Urlaub ist futsch. Leider. Reni, übermorgen muss ich abreisen. Wäre es nicht das Beste, du kommst mit mir mit, bequem im Auto? Was willst du hier noch allein liegen? Danke für dein Angebot, Uwe. Aber ich muss erst wissen, was mit Jette wird. Natürlich. Antonina hat diesen Vorschlag gemacht. Mhm. Ihre Mutter ist den ganzen Tag zu Hause und sehr kinderlieb. Mhm. Was meinst du? Es hat sich so ergeben. Polnische Gastfreundschaft. Tja, sicher eine gute Lösung. Wo du ja auch da wohnst. Ich habe mir nämlich überlegt, wie ich es trotz des Fußes mit Jette bewerkstellige. Es ist sicher besser so. Ich kann nicht gut meinen Aufenthalt hier abbrechen. Aber ich nehme mir 2 Tage Urlaub und bringe dich nach Hause. Nicht nötig, Martin. Uwe Plesser hat mir angeboten, mich nach Hause zu fahren. Ach so? Tja, sein Urlaub ist zu Ende und er fährt sowieso nach Hause. Er ist mit dem Auto hier. Du siehst, es regelt sich alles bestens. Tja, dann... Was sagst du dazu? Glaubst du, ich habe sie dazu angeregt? Wieso? Wenn du eine Antwort von mir darauf erwartest, kann ich dir nur sagen, dass man sich in dieser Beziehung keinesfalls nach dem Wunsch eines Kindes richten kann. Nein, natürlich nicht. Herein. Dzień dobry. Proszę jedzenie. Dankeschön. Mama wird Augen machen über kleines Mädchen. Was ist, Martin? Alles ist geregelt oder nicht? Ich hätte Reni nach Hause bringen müssen. Bitte? Ich. Nicht dieser Dr. Plesser. Oh, bist du eifersüchtig? Eifersüchtig? Ach. Sie haben ihn mal geknutscht, ich hab's genau gesehen. Oh la la. Nach dem Unfall? Ja. Wir hätten Reni auch mitnehmen können. Neben mir so noch... Musst du dir alles in Ruhe ansehen, bevor du dich entscheidest. Das ist doch ein faires Angebot, hm? Sitzt du gut? Meinetwegen kann's losgehen. Liebe Reni, meine liebe Reni, geliebte Reni, geliebte Reni.
Ich habe mich saublöd angestellt, dir meine Liebe. Dir. Hast du einen Klecks gemacht? Jette, ich denke, du schläfst schon längst. Kein Klecks. Nee, kein Klecks. Warum wirfst du den Brief dann weg? Weil ich nicht weiß, wie ich es Reni schreiben soll. Schreib doch ganz einfach, dass wir sie heiraten wollen. Sowas muss man sagen. Wieso hast du es dann nicht? Hör auf zu quengeln. Ich schreibe ja schon. Schreib doch, dass du sie ganz doll lieb hast. Also jetzt geh ins Bett, sonst schreibe ich gar nicht. Okay, ja. Schreib auch, dass du ganz allein darauf gekommen bist. Na, bin ich doch auch. Alle Mann morgen, Punkt 14.05 Uhr, Hauptbahnhof, Bahnsteig 2. Und ordentlich angezogen, wenn ich bitten darf. Was ist denn das für eine Sonderschicht? Fang für Martin. Ah, jawohl. Blumen, Kapelle, der Meister besorgt einen roten Teppich. Jawohl, wer so schöne Karten schreibt, soll auch entsprechend begrüßt werden. Ja, nun macht's mal halblang. Es ist ja wie ein Staatsempfang. Du hast völlig recht, das ist ein viel zu großer Aufwand. Das übernehme ich für die Brigade. Nee, so geht das nicht. Meister, ich bitte darum. Martins Rückkehr ist schließlich eine betriebliche Angelegenheit. Das ist zunächst mal eine Familienangelegenheit. Tante Reni kommt ja gar nicht. Hm. Vielleicht wartet sie vor dem Bahnhof. Bestimmt hat sie deinen Brief nicht bekommen. Aber sicher hat sie den bekommen. Und wo ist sie da? Ach, sie kann doch gar nicht kommen, sie hat doch ein Gipsbein. Weißt du was? Jetzt nehmen wir uns eine Taxi und fahren zu ihr. Ja. Martin! Mensch, Jette. Alter Junge. Grüß dich. War schön in Polen? Ich hab gedacht, Tante Reni holt uns ab. Oh, hat man dafür Töne? Der gute Onkel Peter strampelt sich ab, besorgt für die kleine Jette eine Überraschung. Und Jette freut sich gar nicht. Danke. Onkel Pitt fährt uns doch jetzt zu Tante Renis Wohnung. Nicht doch. Wir fahren zu mir. Zu dir? Ja, da wartet Kaffee und Kuchen. Schönen Gruß übrigens von der Brigade. Na, nun red doch schon. Was macht Reni? Reni? Die macht Urlaub. Lässt sich verwöhnen. Urlaub? Wo? Du stellst Fragen. Hat sie denn meinen Brief nicht bekommen? Bin ich Briefträger oder was? Sie ist so bestimmt zu dem Anblässe gefahren. Er hat ihr ein Haus gebaut, das habe ich selber gehört. Halt, stopp. Wieso denn? Fahr uns zur Autovermietung. Wohin? Ich pumpe mir ein Auto und hol Reni zurück, was sonst? Du hast doch sicher... Gegenvorschlag. Ihr trinkt bei mir erstmal einen Kaffee, macht euch ein bisschen frisch und dann könnt ihr schließlich immer noch Renis Auto fahren. Einverstanden? Na also. Schwager werden. Was ist? Komm mal mit raus. Hast du noch große Schmerzen? Du, alles, was ich dir geschrieben habe, das war die Wahrheit. Soll ich es wiederholen? So, sehen Sie viel hübscher aus, ne? Los, ran. Ich war ein Esel. Pitt hatte allen Grund, mich zappeln zu lassen. Und ich hab's ihm extra verboten. Liebe Tante Reni, ich gratuliere dir, dass du meine Mutti wirst.
Dankeschön. Hast mir aber schöne Blumen mitgebracht, nicht? Die sind vom Vati, hat im Auto liegen lassen. Und wann soll die Hochzeit sein? Na, sobald wir einen Termin bekommen. Dann laden wir Oma König ein und sagen ihr, dass wir eine richtige Familie sein wollen. Ja, aber erst muss doch wohl noch der Gips von Renis Bein, ne? Wieso denn? Ist schon Gehgips. Und damit sind wir am Ende unserer Geschichten. Frau König zieht in Renis kleines Heim und überlässt der jungen Familie die Wohnung mit dem schönen Ausblick, mit dem alles begann. Thank you.